Voll Vertrauen bitten wir dich, segne diese Glocke. Eine ganz besondere Taufe im Zürcher Opernhaus, zu der auch Opernhausdirektor Alexander Pereira herbeigeeilt ist. Das klangvolle C dieser Glocke bereichert künftig, zusammen mit 9 weiteren Kirchenglocken, das Instrumentarium des Opernhauses. Die Zusammenarbeit mit großen Dirigenten, die immer am verfeinerten Klang, am Originalklang mehr und mehr arbeiten, hat es für uns notwendig gemacht, in verschiedensten Produktionen mehr auf originale Kirchenglocken zurückzugreifen. Und schlussendlich kam einfach der Gedanke, er lag sehr nahe, dass wir uns sagten, wieso kaufen wir uns nicht unsere eigenen Glocken, anstatt sie von irgendwoher zusammen zu mieten. In zahlreichen Opern kommen Glockenklänge vor, sei es als Teil der Musik oder als Glockenschläge. Dafür setzte man bisher Behelfsinstrumente wie diese Röhrenglocken ein oder auch sogenannte Plattenglocken. Eine Glocke hat den typischen Glockenton, von dem alles abhängt, der mit nichts anderem als mit dieser Glockenform, wie wir sie kennen, erzeugt werden kann. Und wir haben nicht zuletzt aus deswegen immer wieder Intonationsprobleme im Orchester, weil sich die Röhren- und Plattenglocken nicht derart sauber in jedes harmonische Umfeld eingliedern können. Eine Glocke, die bei diesem Akkord gut stimmt im Orchester, mag im nächsten Akkord bereits falsch klingen. Und wir hoffen auch nicht zuletzt deswegen, mit den richtigen Kirchenglocken hier etwas wieder wettmachen zu können. Un ballo in maschera, 2. Akt. Erster Einsatz der neuen C-Glocke im Opernhaus Zürich. Im Orchestergraben gibt es keinen Platz für die Glocke. Sie steht nun seitlich hinter der Bühne. Zuvor in einer Werkstatt in Aarau. Soeben hat der erste Akt in der Entstehungsgeschichte der künftigen Opernhausglocke begonnen. Sorgfältig baut der Handwerker aus Backsteinen den Glockenkern. Mit Hilfe der Schablone bringt er ihn in die richtige Form. Die Gießerei Rötschi ist der letzte Betrieb in der Schweiz, der noch Kirchenglocken gießt. René Spielmann, Juniordirektor des über 600-jährigen Familienbetriebs, pflegt die Tradition und nutzt gleichzeitig moderne Hilfsmittel für die Verfeinerung des uralten Handwerks. Es gibt eine frühzeitliche Verbreitungsart zur Bronzezeit. Dort hatte man Schellen, Cimbalen, solche Klanginstrumente. Später hat sich dann so im 8., 9. Jahrhundert die eigentliche Form entwickelt, die wir heute kennen. Die Annäherung an diese Form und die Formgebung, die ist eigentlich von irischen Mönchen aufgenommen worden und auch verbreitet worden. Und so hat sich eigentlich in ganz Europa mehr oder weniger zur gleichen Zeit das Glockengießerhandwerk dann entwickelt. Bald schon begleiteten Glockenklänge die Menschen von früh bis spät. Sie riefen zur Messe, läuteten zur Mittags- und zur Vesperzeit. Ihre Signale kündeten von Tod, warnten vor Feuer, Hochwasser und Krieg. Im Zeitalter der Industrialisierung kamen Fabrik- und Schulhausglocken dazu. Kurz, Glockenklang ist seit dem Mittelalter aus dem europäischen Alltagsleben nicht mehr wegzudenken. Zweiter Akt für die Opernhausglocke. Auf den gemauerten Kern wird nun die falsche Glocke aufgebaut.
Schicht um Schicht trägt der Arbeiter den Lehm auf, bis die Maße genau denjenigen der künftigen Glocke entsprechen. Mit Hilfe einer weiteren Schablone wird auch die Außenwand der Glocke in die richtige Form gebracht. Ein wichtiger Faktor für den künftigen Glockenklang. Jede Lehmschicht muss gut trocknen, bevor die Arbeit fortgesetzt werden kann. Die Glut im Innern des Kerns beschleunigt diesen Prozess, der sich über Wochen hinzieht. Ist die falsche Glocke aus Lehm vollendet, schreiten die Glockengießer zum dritten Akt, zur Verzierung und Beschriftung. Die fertige Lehmglocke wird mit reichlich Wachs eingerieben, damit die Oberfläche schön fein bleibt und vor allem, damit die Ornamente und Buchstaben, ebenfalls aus Wachs, auf der Glocke gut haften. Ein Verschreiben wäre hier fatal. Die genaue Zusammensetzung dieser Brühe wird von den Glockengießern eifersüchtig gehütet. Im vierten Akt erhält die falsche Glocke nun einen Mantel, dessen innerste Schicht feuerfest sein muss. Schicht um Schicht wird nun wieder Lehm aufgetragen und mit Eisenbändern armiert. Graphit und weitere Zusatzstoffe sorgen dafür, dass das Gebilde gasdurchlässig und geschmeidig wird. Dem Lehm mischt man, aus den gleichen Gründen, unter anderem Bier und fermentierten Pferdemist bei. Die Hanffasern dienen der Verstärkung. Auch der Aufbau des Mantels zieht sich über Wochen hin. Jede Gießerei hat ihre eigenen altüberlieferten Rezepte und Geheimnisse für den Bau der idealen Gießform. Erst wenn der Mantel, die falsche Glocke und der Kern durch und durch trocken sind, kommt das Ganze fürs große Finale in die Gießgrube. Wenn man das rein wissenschaftlich betrachten würde, dann würde man sagen, es gibt keine Geheimnisse mehr, also alle wesentlichen Parameter sind bekannt, aber schlussendlich sind es die verschiedenen Materien, die man mischt, damit man zur Form kommt, dann die Prozedur des eigentlichen Gusses und dann natürlich zum Schluss das Handwerk oder das Können, eine Glocke zu stimmen. Im Innern des Mantels deutlich sichtbar ist das Negativ der Inschrift. Die falsche Glocke aus Lehm, die unter dem Mantel zum Vorschein kam, wird nun weggeschlagen. Zurück bleibt der sorgfältig verputzte Kern. Auf diesen Kern wird der gereinigte Mantel wieder aufgesetzt. Wo die Lehmglocke war, ist jetzt ein Hohlraum. Dort hinein fließt später das Metall. Die Gießform für die künftige Glocke ist bereit. Damit sie den Kräften des flüssigen Metalls standhalten kann und nicht auseinanderbricht, wird die Form nun in der Erde festgemauert. 270 Kilogramm Metall werden für den Guss bereitgestellt. Für den künftigen Klang der Glocke, der nicht zu hart und auch nicht zu weich sein darf, ist die Zusammensetzung der Legierung entscheidend. Sie besteht aus rund 78% Kupfer und 22% Zinn. Nun wird der spezielle Pressluftölbrenner eingeheizt. Er braucht Stunden, um die erwünschte Temperatur von 1100 Grad Celsius zu erreichen. Noch muss das flüssig werdende Metall, die sogenannte Glockenspeise, im Kessel bleiben. Groß ist die Verantwortung des Gießmeisters. Jetzt entscheidet sein Können über die Qualität der Glocke. Damit die Glockenspeise richtig fließt,
wird der Gießkanal, das Verbindungsstück zwischen Ofen und Gießform, aufgeheizt. Nach und nach kommen die letzten Kupferbarren in den Ofen. Heutige Technik erlaubt es dem Gießmeister, die genaue Temperatur der Glockenspeise zu messen und so den richtigen Moment für den Guss zu bestimmen. Nun wird der Gießkanal herbeigebracht. Bald ist es soweit. Groß die Spannung beim Auftraggeber aus dem Opernhaus. Die 270 Kilogramm Flüssigmetall ergießen sich innerhalb weniger Minuten in den Hohlraum der Form. Ob das Werk auch tatsächlich gelungen ist, wird man allerdings erst in ein paar Tagen wissen, wenn das Metall erkaltet ist und die Glocke zum Vorschein kommt. Wie die künftige Glocke klingt, hängt eng mit deren Form zusammen und wurde auf dem Computer genau berechnet. Eine Vielzahl von Schwingungen, verteilt über das ganze Instrument, führt schließlich zum einzigartigen Glockenklang. Wir haben hier jetzt zum Beispiel die Unteroktave, die fundamentale, und das ist der tiefste Ton. Hier ein C1, eine Oktave höher, der eigentliche Schlagton, der Ton, der im Moment des Aufschlages erzeugt wird. Speziell für die Glocke gegenüber einem Röhreninstrument oder einem Blasinstrument die kleine Terz. Die Quinte. Und die Oberoktave. Bei jeder neuen Glocke stellt sich die bange Frage: Klingt sie richtig? Tage nach dem Guss ist die Hitze aus dem Metall gewichen. Nun kann die Glocke ausgepackt werden. Sorgfältig wird der gemauerte Kern ausgeräumt, bis der Gießer das Innere der Glocke freigelegt hat. Nun muss nur noch der Mantel weggehoben werden. Endlich kommt die metallene Glocke zum Vorschein. Und sie ist intakt. Nun naht der entscheidende Moment. Der Seniorchef persönlich lässt sie zum ersten Mal erklingen. Noch tönt sie nicht so rein, wie sie sollte. Sie muss noch fein gestimmt werden. Die Kirchenglocken haben traditionelle Stimmungen. Das A1 ist auf 435 Hertz. Wenn wir ein Perkussionsinstrument für ein Opernhaus oder für ein Sinfonieorchester machen, dann muss das angepasst sein an die jeweilige Stimmung. Das kann dann zwischen 440 oder 445 Hertz sein. Zudem ist die Präzision größer. Also wir gehen davon aus, dass wir eine Glocke in Zusammenhang mit dem ganzen Instrumentarium einer Opernhausbesetzung haben. Und das heißt, wir hören nicht nur eine einzelne Glocke, sondern wir hören eben immer Differenzen. Und das Ohr kann wesentlich genauer Differenzen hören. Deshalb muss auch die Präzision des einzelnen Teiltons größer sein. Da Glocken nicht nur schön klingen, sondern auch edel aussehen sollen, erhält die neue Opernhausglocke nun als erstes ihren Glanz. Dann kommt die Feinarbeit der Stimmung. Im Innern der Glocke wird an ausgewählten Stellen sorgfältig Metall weggeschliffen. Millimeter um Millimeter wird abgetragen.
So tastet sich der Gießer langsam an den gewünschten Klang der Glocke heran. Mit dem Messgerät können die Frequenzen der einzelnen Teiltöne viel genauer als mit Stimmgabel und Ohr bestimmt werden. Es braucht viel Zeit, Geduld und Kleinarbeit, bis die Opernhausglocke schließlich die gewünschte Klangqualität erreicht. Glockengeläut in der Kirche St. Peter und Paul in Zürich. Hier schwingen 5 Glocken gleichzeitig im Glockenstuhl, der im Kirchturm rund 30 Meter über dem Boden installiert ist. Das setzt große Kräfte frei, die auch gefährlich sein können. Der Ingenieur Reto Cantieni befestigt mit Siegellack Sensoren an ausgewählte Stellen der Glockenstube. Nach der jüngsten Sanierung des 100-jährigen Glockenstuhls will er kontrollieren, wie sich die Kräfte des Geläuts auf die Stabilität des Kirchturms auswirken. Nun läutet er die Glocken in allen möglichen Kombinationen. Einzeln, 2 zusammen, dann 3 und so weiter bis zum vollen Geläut. Während je 2 Minuten misst er die dabei entstehenden Schwingungen. Beim Läuten der Glocken entstehen zahlreiche unterschiedliche Schwingungen, deren Einwirkungen auf den Kirchturm äußerst komplex sind. Unbedingt zu vermeiden ist, dass eine der dabei resultierenden Frequenzen im Bereich der Eigenschwingung des Turms liegt. Es gibt nicht nur die Pendelbewegung der Glocke an und für sich, und das gibt dann eine bestimmte Frequenz, sondern es kommen auch sämtliche Oberschwingungen, also ganzzahlige Vielfache dieser Pendelschwingungen werden eingeleitet in den Turm. Und wenn die Grundfrequenz des Turms im Bereich oder nahe bei der dritten Oberschwingung der Glocken liegt, dann kann der Turm aufgeschaukelt werden, indem er einfach rhythmisch immer mehr zu schwingen beginnt. Und im Extremfall kann der Turm einstürzen. Trotz vollem Körpereinsatz bringt Hans-Jörg Gnehm hier nichts zum Einsturz. Der Glockenfachmann ließ im Kirchturm von Affeltrangen eine Handläutervorrichtung installieren, um wie in alten Zeiten das volle Gefühl fürs Glockengeläut auskosten zu können. Dies ist der freiwillige Teil seiner Arbeit mit Glocken. Einerseits ist es meine Aufgabe, Geläute zu inventarisieren, historisch und musikalisch in erster Linie, dass ich festhalte, welche Klänge in diesen Glockenkörpern schlummern und in welchem Verhältnis diese Teiltöne zueinander stehen. Da kann man gut Ableitungen machen, historische, zum Beispiel auf verschiedene Gießerdynastien, die die Glocken in einer bestimmten Weise aufgebaut haben. Die Kellerglocken in Zürich, die haben eine bestimmte Klangstruktur, Rüetschi-Glocken in Aarau auch, aber wieder anders. In der Kirche von Matt im Kanton Glarus hängt eines von Hans-Jörg Nehms Lieblingsgeläuten. Der historische Glockenstuhl aus Holz hat einen wichtigen Einfluss auf den Klang. 2 der Glocken stammen aus dem 13. Jahrhundert, die dritte aus der Renaissancezeit. Es ist somit eines der ältesten Geläute, die heute noch zu hören sind. Dieses Geläute ist in seinem musikalischen Ausdruck unverwechselbar. Bedingt durch diese historischen Glocken, die eine ganz eigenwillige, lieblich bis herbe Wirkung haben. Das ist meine eigene Umschreibung, mein Empfinden. Andererseits die Tonfolge, die große Glocke F, die mittlere C und die kleine Fis. Man würde heute niemals ein Geläute in dieser Disposition herstellen, aber dennoch wirkt das Geläute sehr ausdrucksvoll und schön und warm. Thank you.
Sonntagmorgen in der Gemeinde Sulgen. Um Punkt 7 Uhr ist es mit der friedlichen Ruhe vorbei. Während 10 Minuten donnert das Morgengeläut über das schlafende Dorf herein. Weil der Kirchturm aus Beton gebaut ist, dröhnen die Glocken nicht nur laut, sondern auch aggressiv und scharf. Dies führte denn auch zu einer Reihe von Reklamationen. Beschwert haben sich Nachbarn, weil unser Turm ist nicht so hoch. Und wenn die Glocke läutet, gehen die Klänge direkt zu den Nachbarn. Beschwert haben sich auch Kirchgänger. Also es waren nicht Leute, die nichts mit der Kirche zu tun haben wollten, sondern die merkten, das tut ihnen nicht gut. Mir selbst, ich bin ja auch einer, der in die Kirche geht, da muss ich festhalten, dass es mir auch Schmerzen bereitet hat. Messungen zeigten an verschiedenen Punkten rund um die Kirche Werte weit über 90 Dezibel, was sehr hoch ist. Durchschnittlich liegt die Lärmbelastung durch Glockengeläut in der Nachbarschaft von Kirchen im Bereich von 70 bis 80 Dezibel. Die Messungen in Sulgen machten deutlich, dass sich die Nachbarn zu Recht beschwert hatten. Die katholische Kirchgemeinde Sulgen hatte bereits früher auf den nächtlichen Stundenschlag verzichtet. Nun wollte der Kirchenvorstand auch das 7 Uhr Geläut am Sonntagmorgen abschaffen. An der Kirchgemeindeversammlung wurde es diskutiert und das Ergebnis war eindeutig. Aus traditionellen Gründen wollten die Kirchbürger daran festhalten, dass wir läuten zusammen mit der evangelischen Kirchgemeinde, also mit dem evangelischen Geläut und das katholische Geläut, läuten weiterhin miteinander und sie läuten kräftig. Um die Nachbarn trotzdem etwas zu schonen, verbaute man die Öffnungen der Glockenstube mit Lärchenholz. Dank dieser Maßnahme konnten die unangenehmen Eigenschaften des Betonturms gedämpft werden. Das Geläut klingt nun angenehmer und auch etwas weniger laut. Glockenklang fast ohne Unterbruch im belgischen Mechelen, der Welthauptstadt des Glockenspiels. Virtuos tönen die 49 Glocken vom Saint-Raimbaud-Turm hinunter, während sich in der Stadt kaum jemand um die Dauerbeschallung kümmert. Die Königliche Glockenspielschule von Mechelen wurde 1922 gegründet. Heute erlernen hier Musikerinnen und Musiker aus aller Welt die Kunst des Glockenspiels. Das Übungsinstrument ist mit Röhrenglocken bestückt. Jo Hasen, der Leiter dieser einzigartigen Musikhochschule, ist selber einer der besten Karillonneure und ein profunder Kenner von Glocken und ihren Klängen. Ich selber liebe es, wenn eine Glocke harmonisch klingt und ihr Akkord im Innern stimmt. Das Fundament, die Tonika zum Beispiel, muss stabil sein. Die Terz muss gut gemacht und die Quinte muss rein sein. Man kann das mit dem menschlichen Denken vergleichen. Die Gedanken müssen immer klar sein, klar wie die Quinte einer Glocke. Die Terz, Moll oder Dur. Moll ist eher traurig, melancholisch. Dur ist fröhlich. Wir alle auf dieser Welt leben doch immer zwischen Dur und Moll. Heute ist man ein wenig traurig, melancholisch, morgen ist man fröhlicher. Man bewegt sich immer zwischen Dur und Moll. Genau das hört man auch aus einer Glocke. Alle 5 Jahre treffen sich in Mechelen die besten Glockenspieler zum internationalen Carillon-Wettbewerb. Am Morgen des ersten Tages wird die Startreihenfolge ausgelost. In den nächsten Tagen geht es für jeden einzelnen der Wettbewerbsteilnehmer darum, alle Gefühlsfacetten, die in den Glocken des Carillons von Mechelen schlummern, herauszuholen. Die Mehrheit der Kandidatinnen und Kandidaten kommt aus Belgien und Holland. Diesmal sind aber auch Glockenspieler aus Russland, Portugal, Frankreich und aus den USA angereist. Der Aufstieg zum Instrument führt in luftige Höhen. Oben ist bereits eine Kandidatin am Spielen. Mit Fäusten bedient die Musikerin die Tastatur, über welche das 40 Tonnen schwere Glockenspiel zum Klingen gebracht wird.
Die Jury weiß nicht, wer im Turm oben gerade am Werk ist. Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen die sieben Männer das Glockenspiel der jungen Belgierin. Sophie Hiremans spielte früher Klavier. Heute gibt sie dem Carillon klar den Vorzug. Wenn man das Carillon spielt und Konzerte gibt, hört die ganze Stadt, was du machst. Mit dem Klavier musst du jahrelang üben, bis du auftreten kannst und bis jedermann hören kann, wie du spielst. In Mechelen kann sich niemand dem Glockenspiel entziehen. Carillons sind vor allem in Belgien und Holland verbreitet. Zar Peter I. brachte das Glockenspiel nach Russland. Heute erfreuen sich Glockenspiele auch in den USA und in Japan wachsender Beliebtheit. Jedes Instrument ist einzigartig. In Mechelen erreicht der Carillonneur seinen Platz über 446 Treppenstufen. Die Spielerkabine liegt mitten zwischen Glocken. Die Mechanik muss wieder justiert werden, bevor der nächste Kandidat in die Tasten schlägt. Mit seinen 49 Glocken und 40 Tonnen Gewicht gehört dieses Carillon zu den größten seiner Art. Entsprechend anspruchsvoll ist es zu spielen. Nicht jedem Spieler gelingt es gleichermaßen, das Glockenspiel zum Wohlklang zu erwecken und die Jury zu begeistern. Das Schwierigste beim Carillon-Spiel ist es, das Chaos zu bändigen. Die Glocken haben einen langen Nachklang und das kann zu einem Chaos führen, zur Vermischung von Tönen. Wenn man hingegen mit Akzenten spielt und es auch versteht, sich zurückzuziehen, um bei jenen Tönen ein besseres Resultat zu erzielen, die man weniger betont spielen muss, dann kann man dem Chaos entkommen. Das ist die große Kunst. Tagelang löst ein Kandidat den anderen im Glockenspiel ab. Musik schwebt vom frühen Morgen bis in die Abendstunden über der Stadt. Wenn es Nacht wird, greift der Meister dann selber in die Tasten. Die Kunst des Carillon-Spiels ist eine sehr junge Kunst. Wir finden immer noch Verbesserungen. Man lernt dazu, man hört besser und tiefer. Man sucht nach Wohlklängen, die man hervorheben kann, und versucht, Missklänge wegzubringen, um einen klaren Klang zu erzielen, damit die Menschen in der Straße besser verstehen, was der Glockenspieler da oben produziert. Denn wir spielen für alle. Wir wollen für und nicht gegen das Publikum spielen.